Hallöchen und herzlich willkommen zu einem Food Diary, heute mal vom Papa. Ich nehme euch mit, ich zeige euch unser erster Großeinkauf in Deutschland. Wir haben jetzt eingekauft für die ganze Woche. Knapp 200 Euro ausgegeben. Wir waren beim türkischen Supermarkt, wir waren im Kaufland einkaufen. Und ich würde euch gerne, und im Netto war ich heute Morgen auch noch für 20 Euro, also 220 Euro haben wir bezahlt. Und zwar haben wir geholt Wasser. Ne, andere Flaschen, die habe ich draußen noch stehen. 4 Sixpacks Mineralwasser, das hatte ich gestern im Rewe geholt von ja. Dann habe ich für die Kinder hier, die gibt es hier im Netto, diese Nudelsuppenhuhn mit Pilz und ohne Pilz. Die sind vegan, hatte ich extra mehrfach gelesen, ich gucke nochmal drauf. Die sind 100% vegan. Die essen die Kinder ganz gerne, haben ein paar geholt. Alles diese da hat 10, 12 Stück waren das. Die sind immer schöner Zwischenmahlzeit dazwischen. Dann hat die Mama sich im türkischen Supermarkt gekauft Natriumcarbonat für das Gemüse, um es zu desinfizieren. Ein Schälchen Erdbeeren, das ist ja wieder Saison. Die leckeren und frischen Sachen, die gibt es jetzt wieder zu kaufen. Die sonst fast unbezahlbar waren, mittlerweile kriegt man die schon zu humanen Preisen. Dann haben wir zweimal Zwiebeln, einmal rot, einmal weiße. Die haben gekostet 1,99 Euro das Kilo. Die packe ich jetzt erstmal hier in unser Netz rein. Ich sortiere die nachher aus. Das sieht hier gleich wieder aus wie Sau, aber dann fege ich halt einmal durch. Alles halb so wild. So, dann hat die Mutti ein Rotkohl. Für den Salat macht sie sich den ganz gerne mit Petersilie. Der wird gerieben nachher. Dann futtern wir den gleich beim Grillen. So, wo fangen wir an? Aluminiumfolie aus dem Action. 18 Meter für 1,19 Euro. Unsere war nämlich leer. Kann ich den direkt da rein tun. Dann haben wir die auch schon wieder voll. Pappe wird getrennt, das wird verbrannt. Zack, jetzt kommt in den Pappbehälter rein. Räumen, dann weiß man, wo es ist. Dann haben wir Simmets geholt, das ist fast vom Glauben abgefallen, den hat sie auch so ein Händler geholt am Markt. Zwei Stück für 3 Euro. Dann haben wir Fladenbrote geholt zum Grillen vom türkischen Supermarkt, da weiß ich nicht, was die gekostet haben. Ich bin im Wagen geblieben beim Etti mit Motor an, weil das so heiß war. Das sind Brötchen für den Kalle. Ein Krustenbrot haben wir uns gegönnt für 1,89 Euro. Und dann gleich zum Grillen noch. Nicht mehr alles weg. Zwei Baguettes, einmal normales, einmal Zwiebelbaguette für die Mama. Das lassen wir uns gleich beim Grillen schon schmecken. Das Bananen, die hatten wir schon. Dann haben wir für den türkischen Supermarkt für die Kinder so kleine Sprudelflaschen mit Apfel, mit Kirsche und mit Orange, die trinken die ganz gerne. Zum Grillen gleich für jedes eins, für die kleineren. Dann haben wir geholt vegane Oreo-Kekse mit doppelte Creme. Kartoffeln festkochen. Hier in Deutschland kann man das ja immer sehen, ob die festkochend, vorwiegend festkochen oder mehlig kochend sind. In anderen Ländern kann man es auch sehen, aber da kann ich das nicht lesen, das kann ich nicht unterscheiden. Habe ich schon auch versucht, ich weiß es nicht. Zwei Nagelbürste für die Mutti. Ein Bund Minze für Tee. Dann, die Mama hat sich schon ewig drauf gefreut, wieder Petersilie. Dann haben wir hier Tomaten. Packt ihr direkt hier ins Körbchen, die will ich mal gleich waschen. Grüne Bananen, da hinten habt ihr schon gesehen wahrscheinlich, da lagen unsere alten Bananen, die sind jetzt fast reif. Die haben eine schöne Farbe, die ich mir mal geholt habe, sind eher grün. Jetzt auf Reisen, da brauchen wir ja nicht so viele Bananen. Die haben wir ja jeden Morgen nur ein, zwei Müsli drin. Und deswegen ist das eher moderat, was wir an Bananen kaufen. Dann haben wir hier, ich sehe schon, zum Entsaften jede Menge.
Sellerie. Das wird nicht entsaftet. Dann mache ich gleich einen geilen Salat raus zum Grillen. Dann haben wir auf dem Speiseplan Blumenkohl. Zwei Stück davon. Für die Kinder Blaubeeren oder auch für die Mama. Ich esse halt nicht so gerne. Dann haben wir hier Oliven. Kommen auch zum Grillen. Rote Linsen. Die haben wir in Ungarn teilweise Schwierigkeiten gehabt, die zu bekommen. Da sind 1, 2, 3 drin. 2 Stück drin. 2 Kilo. Und einmal Augenbohnen. Die hat Mama schon auch versucht zu kriegen irgendwo. Da bin ich mal gespannt, was sie uns damit zaubern wird. Dann haben wir hier, wo ist das denn zum Entsaften? Ich glaube Spinat oder Mangold, ich weiß es nicht, ein Bund. Das packe ich hier alles ins Körbchen rein. Zeige ich euch das mal. Zack. Das können sie nämlich gleich waschen. Ja, da seid ihr wieder. Weintrauben. 5,69 Euro. 1,1 Kilo. Meine Güte. 2 Möhren. Haben wir hier noch Birnen. 2 Stück. Preis mache ich mal ab. Der braucht nicht mitgewaschen werden. 3 Möhren haben wir sogar. Hier sind noch 2. Zack. Und noch eine Birne. Das ist einfach so für einen Salat oder zum Snacken. Dann lasse ich eine mal da. Dann mache ich gleich schönen Salat rein. Und ja, der Rest ist hier Bananas drin, grüne Bananas. Die packe ich gleich wieder in die Garage rein, im Wohnwagen. Da ist halt jetzt nicht zu heiß, da ist halt immer ganz gut. Ja, die können wir da lassen. Dann haben wir hier 1, 2 Zitronen. Die werden entsaftet, gehe ich mal ganz stark von aus. 3 Zitronen, ich sehe noch eine. Ja, wie gesagt, ich war nicht dabei im türkischen Supermarkt, da kann ich leider nichts zu sagen. Was da jetzt genau ist, hat die Mama geholt. Deswegen weiß ich nicht, was wir da eingepackt haben. Dann haben wir hier noch Nektarinen. 1, 2, 4, 5. Ja, Kiwis. Dann haben wir hier Spitzpaprika. Dann lasse ich auch eine draußen für den Salat gleich. Oh, und ich sehe schon, es gab wieder Gürkchen, die Kinder so gerne mögen. Junge Gurke. Dann haben wir noch 2 Zucchinis. Eine. Und das ist die andere. Frische Auberginen. Und 1, 2, 3, 4 Limetten. 5 und noch eine Zitrone. Die werden gejuiced. So. Und natürlich eine riesige Wassermelone, wo kein Preis dran ist. Das ist vielleicht doch besser so. Wobei momentan kostet sie zwischen 79 und 99 Cent. Das ist alles absolut erschwinglich, wenn man es im Rahmen ist. Genau. Dann haben wir hier noch Chips geholt, die essen wir so gerne. Chips ist ungarisch. Und einmal die Chio, also zweimal die Chips ist ungarisch, einmal die Chio. Salt and, also Salz und Essig Style, die sind vegan alle. Die packen wir erstmal weg. Dann hat Papa noch geholt Kidneybohnen, die kleinen, wollte ich im Mais auch haben, haben wir aber nicht gekriegt. Daher haben wir von dem Mais 2 normale geholt. Dann für den Feierabend hat der Papa sich 4 Krombacher Limo-Bier-Zitrone geholt. Die müssen wir jetzt gleich in den Kühlschrank packen, die sind nämlich jetzt wieder ganz warm. Aber das war zu erwarten bei dem Wetter. 4 Stück.
an für die Livia zum Snacken zwischendurch. Die isst sie ganz gerne. Das ist so Spargelköpfe, weiße Spargelköpfe, die kosten 1,19 Euro. Dann für Sonntag, da hat der Papa Geburtstag, wir feiern mit meinen Eltern. Ein bisschen was zu knabbern zum Kaffee, Gebäckmischung und Schokokrätzle. Für die Kinder veganes Nutella. Dann gleich zum Grillen mache ich wieder Fännchen fertig. Die hatten im Teddy zwei verschiedene Größen. Habe ich einfach mitgenommen. Ja, und keine Deckel dabei, bei denen sehe ich gerade. Egal, machen wir dann leckere Sachen rein. Da zeige ich euch im Daily Vlog aber. Dann als Zahnstocher. Ab und zu bräuchte ich die eher selten. Habe ich mir mitgenommen 69 Cent. Dann für unsere Toilette, das hat die Mama auch schon mal erzählt, für unsere Tedford Abwasser, hier Urinkassette. Da machen wir immer einen so ein Kügelchen rein für einen Tag, damit das nicht so extrem nach Pipi riecht. Das ist eigentlich ganz angenehm dann. Da haben wir wieder ein paar Packungen mitgenommen, und um das zu lagern. Die packe ich nachher alle aus und packe die hier rein. Das können wir dann damit beistellen. Da hat man nicht das Problem, immer da habe ich reingemacht, habe ich nicht reingemacht. So, wenn einer leer macht, die Toilette wieder reinpackt, kann man direkt eine Tablette reinmachen und fertig ist der Drop. So, dann haben wir noch einmal Zahnbürsten, vegane After Eight und gegen die Hitze zwei Propeller, haben wir uns im Action noch geholt. Und ja, das war's an nicht gekühlten Sachen. Jetzt kommen die kühlbaren Sachen. Da haben wir hier die zum ersten Mal jetzt probiert von Billy Green, vegane Salami. Die gibt es mit Pfeffer und ohne. Angebot 55 Cent. Weil wenn man sagt, geh mal rein, hol noch ein paar. Ja, sind alle geholt. Haben wir 25 Pakete, müssen wir gucken, wie wir die unterkriegen. Ansonsten bringe ich noch welche zu Mama gleich, kann sie die einfrieren. So, dann haben wir hier einmal veganen Räucherlachs für die Mama. Brutzler im Vegan, haben wir drei Packungen geholt zum Grillen für heute und auch für nächste Woche. Oder für Samstag besser gesagt, einmal für heute. Frische Antipasti, die sind vegetarisch, die sind nicht vegan. Oliven. Dann haben wir zweimal Müllermilch vegan. Eine für Mima, eine für mich und Livia, weil Livia und mich. Zweimal veganer Fleischsalat, den essen wir ganz gerne hier. Den gibt es ja nur in Deutschland irgendwie. Dann haben wir noch mal Brutzler. Insgesamt drei Brutzler habe ich mitgenommen. Vegetarische Fleischwurst, die war im Angebot. Hiervon habe ich zwei mitgenommen. Halloumi für Samstag auf dem Grill, den muss ich noch einlegen. Und dann Salami. Dann habe ich dreimal Alsan mitgenommen, die werden wir auch einfrieren hier im Wohnwagen. Butterersatz, super lecker. Und dann hatten wir Vivera Speck da, haben wir auch sechs mitgenommen, die packe ich aber aus. Ich mache die in kleine Beutel rein, weil so passt hier nicht viel in den Kühlschrank rein. Und ja, dann kriegen wir das ganz gut unter. So, und hier das letzte. Ui, ui. Leg mal alles um. Noch eine Tafel vegane Schokolade für den Calvino. Ja, das war's. Knapp 220 Euro haben wir bezahlt für alles. Aber da kommen wir auch fast ja, eine gute Woche mit hin, gehe ich von aus. Vielleicht noch mal einen Salat noch holen, aber im Groben und Ganzen kommen wir damit wirklich gut hin. Wenn nicht, so ein bisschen länger. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Mitkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute mit dem Papa. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen im normalen Vlog wieder. Ich wünsche euch einen richtig schönen Abend. Ich hoffe, es geht euch gut. Passt auf euch auf, ihr Lieben. Bis morgen mal. Tschüss.